Hi und willkommen bei mir, Lurchen Nummer 1. Heute mit einem kleinen Katapult-Glitch. Aber bevor wir zum Katapult-Glitch kommen, möchte ich euch den jungen Mann zu meiner Rechten hier vorstellen. Das ist der Slack. Slack hat auch einen YouTube-Channel und steht noch relativ am Anfang seiner Abo-Zahlen. Aber er macht richtig gute Videos und wenn ihr mal vorbeischauen wollt, Link ist in der Videobeschreibung. So, kommen wir zum Glitch. Wie funktioniert der Katapult-Glitch und vor allem, wo ist der Katapult-Glitch? Dieser befindet sich hier am Strand, wie man hier auf der Karte sieht. Und da müsst ihr eigentlich nichts anderes machen, wie diesen blauen Bauzaun mit irgendeiner Haftbombe auseinander zerfetzen, sodass diese einzelnen Stücke hier liegen. Da stellt ihr euch drauf und als nächstes geht ihr dann in den Passivmodus. So, und dann geht euer Kollege her und klatscht euch mal genau vor die Füße, so zwischen zwei und drei Haftbomben. Mehr muss es gar nicht sein. Alles andere wäre rausgeschmissenes Geld. So, und dann 3, 2, 1 und zack. Und wie ihr seht, geht's da richtig schön groß in die Höhe. Und das Schöne ist auch, das funktioniert auch jedes Mal. Ich zeig's jetzt hier nochmal. Also ihr stellt euch auf irgendein abgesprengtes Teil von diesem blauen Zaun. Und dann geht euer Kollege her, also im Passivmodus vorher noch gehen, könnte helfen. Und dann geht euer Kollege her und schmeißt euch die Haftbomben vor die Füße. So, 1, 2, 3. Und dann ab in die Lüfte. Ja, und wenn euch das gefallen hat, dann lasst dem Lurch doch ein kleines Like da. Wenn ihr zum ersten Mal bei mir seid, vergesst nicht zu abonnieren. Da freut sich der Lurch ganz besonders immer drüber. Ich bin raus, euer Lurch Nummer 1. Macht's gut. Bye.